So, erstmal guten Tag, Leute. Da draußen konnte ich keine Anmoderation machen. Es ist einfach viel zu laut draußen. Ja, deswegen habt ihr schon erst ein bisschen Schrauberaktion gesehen und dann erst hier meine Begrüßung. Ich habe jetzt hier den Ventildeckel von dem Motor liegen, und zwar, weil die Dichtung hier oben drauf, die muss ab und die muss neu. Und hier drin sieht man, ja, ist schon einiges an Verkokung. Da muss ich ein bisschen sauber machen. Von außen das gleiche. Eventuell sprühe ich noch ein bisschen mit dem neuen Lack drüber. Mal sehen, wie weit ich gleich komme. Dann kommen noch neue Verteilerkappe, Verteilerfinger, Zündkabel und Zündkerzen neu. Und dann mal gucken, wie weit ich heute so komme. Also Hauptgrund ist, weil irgendwo hier die Dichtung oder hier undicht war und halt alles vollgeölt hat, den ganzen Motor. Das werde ich auch hier nicht sauber bekommen. Da werde ich, wenn eventuell, nachher mal zur Waschstraße fahren. Und muss ich sowieso mal gucken. Ich meine, TÜV ist jetzt zwar auch schon ein paar Monate abgelaufen, aber ich muss ja eine kleine Probefahrt machen, um zu sehen, ob es dicht ist. Und erst danach kann ich zum TÜV. Ja, werden wir mal sehen. Ich guck mal, wie weit ich hier komme. So, ich bin jetzt soweit, die neue Dichtung reinzusetzen. Mal eben schauen. Mit einer Hand ein bisschen tricky, kann sein, dass ich mal eben kurz die Kamera weglegen muss. Die muss schon gut da reingedrückt werden. Da. Ich friemel das mal eben da rein. Was ich auch noch machen musste, klar, das ist jetzt hier nicht alles so zu. Also der ganze Ruß, alles was offen war, habe ich abgekriegt. Dadurch, dass ich jetzt hier auch nicht so die Mittel habe, wollte ich da jetzt auch nicht mehr schleifen, als ich hätte, als, ja, egal. Hier kommt ja noch so ein Schlauch dran. Ich glaube, das ist für die Kurbel, Gehäuse, Entlüftung. Hier ist so ein kleiner Eingang. Und hier war auch eine Dichtung. Die war aber auch schon geklebt. Ich weiß nicht, ob es von Werk an war oder nicht. Das habe ich jetzt auch mit so einem K2 hitzebeständigen Kleber gemacht für Motoren. Ja, werde ich auf jeden Fall auch erst trocknen lassen müssen, weil ich will nicht, dass sich das, wenn das jetzt hier noch relativ feucht ist oder noch nicht ausgetrocknet ist, dem Motor startet, dass da irgendwo so eine Dichtung reinkommt. Ich habe überall die überschüssigen Würstchen alle abgeschmiert, so dass da nichts rumfliegt. Ich meine, hier oben kommt sowieso nicht so viel, aber ja, ich friemel jetzt erstmal die Dichtung hier drauf. Ich habe jetzt hier leider natürlich mal wieder so viel Vorbereitung. Ich habe nur die Kamera dabei, ja, läuft. So, neue Dichtung ist auch drauf. Ging doch relativ fix, hält auch relativ gut. Der ich habe Pannenbäcker geholt vor, ach, letztes Jahr sogar schon. Die liegt schon ein Dreivierteljahr hier rum. So lange, ja, habe ich rumgeeiert. Ja, dann gehen wir jetzt mal zurück zum Auto. Werde die Kamera gucken, dass ich da wieder befestigt bekomme. Dann setzen wir den Deckel mal wieder drauf. Bin mal gespannt.
nicht aufgenommen. Wunderbar. Ich habe gerade probiert, den Motor zu starten, habe aber sofort gemerkt, die Zündreihenfolge ist falsch. Ja, Gott sei Dank habe ich mir vorher Fotos gemacht. Ach so, ich kann da mal hier reingucken. Ich sehe aus wie Sau, egal. Gehe jetzt nochmal. Boah, wie sieht mein Haar aus? Egal. Nochmal in den Motorraum. Ändere nochmal schnell die Zündreihenfolge da, die Kabel umstecken. Jetzt muss ich nochmal eben gucken. Ja, habe ich auf dem Handy Fotos gemacht und dann probiere ich hier gleich nochmal aus. Er läuft. Ich brauchte nur zwei Stecker wechseln. Er läuft auf jeden Fall. Man hört's, oder? Lassen wir mal ein bisschen laufen. Ich werde den ein Stück vorfahren, damit ich an den Kofferraum kann. Und dann geht es hier drin weiter. Geil. Zündanlage gewechselt, Ventildeckeldichtung neue drauf und so weiter. So, wir sind auf jeden Fall schon mal wieder unterwegs. Ja, was soll ich sagen? Ventildeckeldichtung ist gewechselt, die komplette Zünd, wie heißt das, der Zündverteiler plus Zündfinger plus Kabel plus Kerzen sind gewechselt. Dann habe ich hinten Kofferraumdämpfer noch gewechselt, blende ich mal eben ein Fotochen ein. Die alten waren, die waren nicht nur auf, die waren gar nicht mehr da. Und was habe ich jetzt noch gemacht? Ich habe versucht, hier Innenraumbeleuchtung wieder hinzubekommen. Irgendwie habe ich da noch den Fehler noch nicht gefunden. Strom fließt komplett durchs Tacho. Neue Bieren sind überall drin. Trotzdem klappt hier gar nichts. Wenn die Sicherung kaputt wäre, würde auch hinten rechts oder hinten links, ich weiß nicht mehr genau, auch das Rücklicht nicht gehen. Das funktioniert aber alles. Aber naja, muss ich mal schauen. Ich melde mich gleich, wenn ich wieder zu Hause bin. Ich bin weitergekommen. Wie gesagt, ich habe ja hier die ganzen Bieren gewechselt. Hier habe ich schon eine gewechselt. Das habe ich aber jetzt aufgelassen, weil ich immer eine brauchte zum Kontrollieren. Alles klar. Und so, das heißt, ich muss jetzt noch den hier wechseln, den habe ich schon gewechselt. Dann habe ich eigentlich alle kleinen 1,2 Watt Bieren durch. So, ich musste natürlich mal wieder löten. Ich habe mir, warum auch immer, hier auf jeden Fall wieder zwei so Bahnen zerschossen, musste ich halt mit Kabel umgehen. Jetzt klappt es aber. Ich musste zwei Sachen neu löten. Habe jetzt auch die richtigen Sicherungen verbaut. Einzigste, was jetzt in dem Tacho, die Tachobeleuchtung ist, jetzt sind jetzt noch 5 Watt drin, da müssen aber 3 Watt rein. Ich denke mal, deswegen wird es auch durchgeknallt sein. Keine Ahnung. Oder irgendeine der Dinger hier war kaputt. Ja, die hier war kaputt. Genau die, die hier hinten verbaut ist. Das weiß ich. Die habe ich neu. Und jetzt ist natürlich hell, ich kann es nicht ganz sehen, aber dafür habe ich mir den aufgelassen und den hier aufgelassen. Und jetzt machen wir mal an. Der piept jetzt auch wieder. Das hat er vorher nicht gemacht, jetzt piept er auch wieder. Ah, ja, ich hab Schlüssel drin, deswegen piept er jetzt nicht. Erst wenn ich rausziehe, ne? Ja. So, ich habe Ventildeckeldichtung gemacht. Ich habe neue, wie heißt die Kacke? Verteilerkappe, Verteilerfinger, Zündkabel, Zündkerzen. Ja, und hier innen drin die Elektrikgeschichte. Dann habe ich hinten im Kofferraum den neuen Dämpfer reingemacht, also dieser Anschlagpuffer. Foto habe ich ja eingefügt. Ich habe gerade den Schaltsack von dem Mercedes aufgemacht. Nochmal hochgemacht. Ich hatte das früher schon mal alles ab, wegen Kabel verlegen, Anlage und so ein Kram. Und ich habe ewig meine Taschenlampe gesucht. Die lag da drin. Was ich gemacht habe, dass ich die da irgendwie vergessen habe oder irgendwie was. Ja, jetzt habe ich sie wieder gefunden. Scheiße. Ich habe das alte Ding rausgekriegt. Das war ein Kampf. Jetzt setze ich den neuen rein. Mal gucken. Ich habe auch schon einen Fehler gefunden.
Der Kontakt hier ist abgeschmort. Gucken wir mal. Hihihihi.